Hallo und herzlich willkommen. Heute werde ich zeigen, wie ich einen Pulled Pork zubereite, ein Pulled Pork im Crockpot. Ich hatte ja vor kurzem schon den Pulled Pork Burger gezeigt. Heute zeige ich, wie ich das Fleisch dafür zubereite. Ich habe mir dafür ein schönes Stück Schweinenacken geholt, ohne Knochen. Das ist ein gutes Kilo, was ich jetzt hier habe. Dann benötige ich noch etwas Apfelessig, Apfelsaft, einige Gewürze. Das heißt, ich habe hier so eine Gewürzmischung, die stelle ich selber her. Man kann natürlich auch sich Fertiges holen. Das schmeckt unheimlich gut, aber ist im Verhältnis dann doch relativ teuer. Ja, wenn man Lust hat, macht man sich sowas einfach selber. Ein Rezept findet sich auch auf meinem Kanal. Dann habe ich hier noch etwas Senf. Da ist noch eine schöne große Spritze. Das ist eine Marinierspritze, die werde ich aber erst morgen einsetzen. Dann nehme ich hier immer so einen normalen Gefrierbeutel. Das sind 6 Liter Beutel, also relativ große. Einige Klammern, damit ich das nachher auch gut dicht kriege. Ja, und dann natürlich im Hintergrund meinen Crockpot. Im ersten Schritt gebe ich jetzt erstmal Senf auf das Fleisch und reibe den hier so ein bisschen schön ringsrum ein. Ja, man muss das jetzt nicht so richtig doll einmassieren, nur dass überall so ein bisschen was dran ist. Ein Löffelchen kann noch. So. Der zweite Schritt ist dann, dieses Rub da drauf zu verteilen. Überall ein bisschen, das braucht nicht einmassiert werden, auch nur so ein bisschen aufdrücken. Das reicht völlig aus, so dass auch überall ein bisschen was dran ist. Ja, so als Mittelwert kann man sagen 3 bis 4 Esslöffel für 1 bis 1,5 Kilo Fleisch. So. Jetzt ist auch überall was dran. Und jetzt kommt meine Tüte hier zum Einsatz. Ich habe die so ein bisschen nach außen gekrempelt. Dann wird das nicht am Rand so schnell schmuddelig. Da gebe ich jetzt das Fleisch rein. Die Platte kann jetzt hier weg. Heuja, heuja. Und da kommt jetzt gleich noch meine Apfelsaft-Essigmischung dazu. Das heißt, ich habe hier 200 Milliliter Apfelsaft und etwa 30-40 Milliliter Apfelessig, es geht aber zur Not auch ein normaler, einfacher Essig, der hat hier halt noch so ein bisschen einen fruchtigen Beigeschmack. Und das gebe ich jetzt hier noch mit dazu. So. Dann das Ganze möglichst luftarm zusammenpressen und dann mit der Klammer zumachen. Ja, ich nehme halt immer 2 Beutel bzw. auch jede Menge von diesen Klammern, damit das auch richtig dicht bleibt, weil das soll heute Nacht im Kühlschrank liegen. Ja, und das ist nicht schön, wenn das ausläuft. So, 4 Stück, die reichen. Ja, man sieht hier unten, das ist alles relativ luftarm. Ja, ein kleiner Luftspiegel bleibt halt, wenn man ein Vakuumiergerät hat, ein gutes, was das auch schafft, dann kann man das auch mit einem Vakuum in eine Vakuumtüte reingeben. Ich packe das jetzt erstmal in den Kühlschrank und werde morgen weitermachen. Das Fleisch hat jetzt über Nacht im Kühlschrank gelegen. Die Marinade konnte ja gut einziehen. Ich werde das jetzt öffnen und werde dann das Fleisch rausnehmen. Ich mache das immer mit einer Grillzange oder mit einem Handschuh. Kann man natürlich auch einfach so mit den Fingern machen. Das ist wurscht. Hauptsache man kriegt es raus. Ich lasse es einen Moment hier noch abtropfen. Und lege es dann erstmal auf den Teller. So, und dann versuche ich hier die Marinade möglichst ohne Kleckern in diesen Messbecher zu gießen. Ja, das sollten jetzt hier ungefähr 200 Milliliter geben. Sollte es ein bisschen zu wenig sein, dann einfach noch ein bisschen Apfelsaft nachgießen. Dann gebe ich jetzt als erstes die Flüssigkeit in den Topf. Ja, wie gesagt, wenn es zu wenig ist, einfach mit Apfelsaft ein bisschen auffüllen. Und dann lege ich mein Fleischstück da rein. Ja, so ein bisschen mittig. Ja, das ist jetzt nicht ganz bedeckt, das soll so sein. Ich brauche es auch nicht, weil der Dampf nachher quasi das von oben auch gab. Jetzt, hoppala, jetzt lasse ich das Ganze 7 Stunden auf High oder man macht es 14 Stunden auf Low. Man kann auch ganz anders machen. Man lässt es vorher 1 Stunde lang auf High laufen und macht dann nochmal 8 bis 10 Stunden
auf Low. Ich mache es jetzt jedenfalls 7 Stunden auf High. Deckel drauf. Auf High gestellt, also Stufe 2 bei diesem Gerät. Und dann warte ich ab. Ja, was ich jetzt natürlich noch vergessen habe, passiert immer wieder mal, das Fleisch von innen auch nochmal zu marinieren. Ja, ich habe mir jetzt hier 25 Milliliter von der Marinade mit der Spritze aufgezogen und gebe die jetzt so ein bisschen mittig ins Fleisch. Das heißt, das Fleisch kriegt also von innen auch nochmal eine schöne Würze. So, und jetzt kann es dann wirklich losgehen. Deckel drauf, angeschaltet ist das Gerät schon, wird auch schon leicht warm. Wenn das Fleisch denn gar ist, dann sehen wir uns wieder. Da zeige ich dann, wie ich das rausnehme und wie ich es zerzupfe. Und werde dann auch vielleicht nochmal zeigen, wie ich mir einen schönen Pulled Pork Sandwich davon mache. So, jetzt ist es soweit. Ich habe das Pork jetzt eine Stunde lang auf High anheizen lassen, also den Topf anheizen lassen. Und habe dann nochmal 9 Stunden auf Low weitergegart. Ja, ich wollte das eigentlich ein bisschen anders machen, aber mir kam was dazwischen. Aber das ist alles kein Problem. Das kann man ruhig machen. Man sollte allerdings niemals zwischendurch den Topf aufmachen. Ich habe es einmal gemacht, weil ich es gewendet habe. Dann muss man aber etwa nochmal eine halbe Stunde länger rechnen. Ja, man sieht hier sehr schön, hier kommt nirgendwo Dampf raus. Das sammelt sich hier alles oben am Deckel und läuft dann an der Seite wieder runter. So, dann werde ich jetzt mal aufmachen. Ja, es sieht sehr gut aus. Und werde das jetzt hier mal mit so einer Schöpfkelle versuchen, in einem Stück rauszukriegen. Aber das ist schon so weich, dass es schon wieder fast zerfallen wird. Naja, hier ein Stückchen ist abgefallen. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt werde ich es mit der Gabel zerzupfen. Das ist wirklich butterweich, das Fleisch. Man braucht es wirklich bloß nur so auseinanderziehen. Alles schön auseinander machen. Und es ist auch noch richtig schön saftig. Ja, ruhig richtig schön klein zupfen. Nochmal schön durchmischen. Ja, jetzt ist alles schon schön klein. So, und jetzt werde ich mit meiner Schöpfkelle ein wenig von der Flüssigkeit hier abschöpfen. Ja, alles was da vorher an Fett am Fleisch war, das ist jetzt mehr oder weniger ausgeschwitzt. Und ist jetzt hier unten in den Saft, in die Soße mit reingegangen. Ich werde das hier so ein bisschen abnehmen. Und dann gebe ich das Fleisch wieder in den Topf. Einmal durchrühren. Und jetzt kommt noch mal was ganz Wichtiges. Und zwar kommt jetzt Barbecue-Soße ran. Das ist hier meine selbstgemachte. Wenn man keine selbstgemachte hat, dann kauft man sich irgendeine schöne, die einem gut schmeckt. Und gibt reichlich dazu. Also ich gebe jetzt hier etwa eine halbe Flasche dazu. Dann das Ganze nochmal gut durchrühren. Dann kann das nochmal ein bisschen warm werden. Die Soße war ja kalt. Und in der Zwischenzeit werde ich dann alles schön vorbereiten für einen schönen Pulled Pork Sandwich. Für mein Sandwich habe ich mir so ein Brot ein bisschen im Backofen nochmal aufgewärmt. Das schmeckt dann nochmal ein bisschen besser. Habe es aufgeschnitten und als erstes gebe ich jetzt hier unten eine ordentliche Ladung von meiner Sandwich-Creme. Ja, das ist ein fertiges Produkt, schmeckt aber sehr lecker. Ist ohne Konservierungsstoffe. Und oben mache ich dann auch gleich noch ein bisschen was mit drauf. Als nächstes gebe ich unten schön Gürkchen drauf. Ich nehme immer so Gewürzgürkchen und schneide mir die in Streifen, in dünne, feine Streifen. Da kann ruhig reichlich drauf. Ich mag das sehr gerne. Dann kommt reichlich vom Fleisch drauf. Dann gebe ich Zwiebeln dazu. Ich nehme wieder rote Zwiebeln. Die esse ich sehr gerne. Und das sieht auch immer ganz nett aus. Wenn man jetzt mag, kann man auch noch ein bisschen Käse rübergeben. Dann kommt noch ein bisschen Tomate. Und noch mal ein bisschen von meiner Barbecue-Soße. Und ein wenig Salat. Und dann das Ganze zuklappen. So werde ich das jetzt servieren. So bringe ich das jetzt auf den Tisch. Das schmeckt wirklich hervorragend. Das ist eine super leckere Sache. Und mit diesem Crockpot ist dieses Pulled Pork
wirklich absolut gelingsicher. Wesentlich einfacher, als wenn man es mit dem Grill macht. Gut, man hat auf dem Grill immer noch ein bisschen mehr von der Kruste. Die schmeckt natürlich auch immer sehr würzig. Die geht hier beim Crockpot-Kochen verloren. Aber es ist trotzdem um Klassen einfacher. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. Einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!